Moin Moin und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen weiter Moonlighter. Wir sind in meinem Shop gerade Hochbetrieb. Und ja, ich verkaufe hier mal so alle Annehmlichkeiten, die wir so haben, die wir so gefunden haben. Der Rubel rollt, so soll es sein. So, guck das mal. So, das wird auch gekauft. Dann können wir das hier auch noch verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Und hier unten machen wir noch Platz für diese Sachen. Und ein paar Samen. Zack. So, warten wir ab, weil es gekauft wird. So können wir wieder Geld machen. Was liegt heute an? Wollt ihr es vorab wissen? Wir gehen natürlich in den Wald rein. In den Wald-Dungeon. Und ja, vielleicht kommen wir auch bis zum Boss. Mal schauen. Wichtig ist jetzt, dass wir erstmal Kohle sammeln. Und ordentlich, ja, ordentlich Kohle sammeln. Ich habe was Interessantes gefunden. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ein kleiner Tipp, den ich lesen konnte im Spiel selber. Und das zeige ich euch aber, wenn wir im Dungeon angekommen sind. Guck mal, da klaut uns jemand was. Den hauen wir einen auf die Nase, dass er uns nicht noch habe klaut hier im Laden. So. Achso, den müssen wir nicht warten lassen hier, die Kunden. Oh, was hat er denn sein Clown hier, der Gute? Hier, die Dinger wollte er wegnehmen. So, ein Assi. Guck mal, packen wir noch rein. Ist auch noch verkauft. Auch Kleinvieh macht es. Wenn ihr sehen könnt, ich habe meinen Laden ein bisschen vergrößert. Wir haben jetzt 8 Tische. Wir haben hier einen, da könnte ich sozusagen Sachen reintun zum Verschleudern. Die gibt es hier im Angebot. Dieses kleine Ding hier, was ihr aufdreht, wo ihr platzieren sehen könnt, der sorgt dafür, dass die Kunden mir 30% mehr Trinkgeld geben. Nette Sache, das. Nimmt man gerne mit. Und wie man sieht, da unten kommt wieder ein Gangster, der uns was klauen will. Und was wir ihn auf die Nase hauen können. Teilweise verkaufe ich immer noch ein paar Sachen zu günstig. Das muss ich ein bisschen ändern. Na, gucken wir, ob er uns was wegnehmen will. Guck mal, da klauen. Wenn wir alles wegklauen wollen, ne? Frechheit. So. Aber wir haben alles verkauft hier. Und dann geht's ab in den Wald. Der Wald-Dungeon, sozusagen. Nebenbei kann ich euch kurz erklären, ich habe ein paar neue Ausrüstungsgegenstände. Und zwar habe ich das Ritter-Kurzschwert Plus. Das hat ein bisschen mehr Schaden, wie man sehen kann. Wir machen schon mal 180 Schaden, das ist schon nicht schlecht. Dann habe ich eine Stoffbandana, die normale, die kennt ihr ja noch. Habe allerdings auch eine Stoffausrüstung Plus. Die Stoffbandana Plus haben wir auch. Und ich habe den ganzen Kram auch noch ein bisschen verzaubert. Das heißt, der hilft uns so oder so. Was ich noch gerne haben möchte, wäre so ein nettes Gimmick für meinen noch besseren Bogen. Aber das weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade heute noch bekomme. Schauen wir mal. Wie man sehen kann, haben wir alles verkauft. Das heißt, wir machen den Laden dicht. Alle raus bitte. Und schauen mal, was wir eingenommen haben heute. 31.000. Lässt sich mitarbeiten. So. Wir gehen jetzt zum Wald. Dungeon. Zack, zack. Hui, hui. Der ist hier rechts, ne? Schauen, wie weit wir kommen sind. Also ich habe meine Ausrüstungsgegenstände und auch meine Waffen verzaubert und auch verstärkt. Einfach aus dem einfachen Grund, dass die Kämpfe halt nicht so lange dauern, dass es halt alles ein bisschen schneller geht. Ein paar Tipps und Tricks könnt ihr gleich sehen. Also was heißt Tipps und Tricks? Sind das eigentlich gar nicht. Einfach nur Sachen, die man im Spiel machen sollte. Schnelle Kämpfe. Damit kommt man noch schneller voran. So, fangen wir an. Ihr seht, desto stärker du bist, noch ein Schlag und die sind weg. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist natürlich immer noch ärgerlich hier. Gegen die Säure kann ich noch nichts tun. Kommt aber bestimmt nochmal irgendwann. Aber im Moment geht's halt nicht. So, wir können mal wechseln zu unseren. Oh. So. Ja, ich habe einen Bogen. Der ist sehr praktisch. Wir nehmen alles mit. Wir lassen nichts liegen. Ab und zu müssen wir natürlich noch ein bisschen sortieren nachher, aber jetzt müssen wir noch nicht sortieren. Deswegen nehmen wir alles mit. Wieder Säure. Wir werden gleich die ersten Gegner schon platt machen, weil dann ist man auf der sicheren Seite. Der ist natürlich doof. Ah. Wollte ich eigentlich gerade nicht machen. Aber was soll's. Haben wir ein bisschen Säure abbekommen. In der Säure sieht man, verliert man sehr viel Leben. Und dazu passiert es auch noch, dass man die Gegenstände, dass sie schneller sich auflösen und wechseln. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da, der Bereich ist wie früher, wo wir in den Wald rein konnten. Ich war da eigentlich schon mal drin und die Gegner sind teilweise noch sehr viel zu stark, deswegen, da gehen wir nicht rein. So, jetzt gehen wir nach oben, da war noch nicht. Erste Platte gemacht.
Der zweite noch. So. So soll's doch sein. Ups, was ich mitnehmen kann. So, da gibt es doch bestimmt was hier, ne? Da. Haben wir aber leider keinen Platz mehr in unserer Tasche. Also wundert euch nicht, wenn man keinen Platz in der Tasche hat. Das ist wirklich ärgerlich. Und man kann diese Tasche auch nicht vergrößern. Beziehungsweise ich habe noch nichts rausgefunden, wie es geht. Aber ihr solltet euch in jedem Raum ganz besonders mal die Böden angucken. Dann glitzern die so ein bisschen. Dann funkelt da was. Kann man runterhüpfen. Und dort findet man meist eine Kiste, wo man alle Gegenstände aber hinschicken kann. Sehr, sehr praktisch ist das. Sehr, sehr praktisch. Man kann natürlich auch ausprobieren und sagen, oh, ich glaube, hier ist es. Aber da wird es wohl nicht sein. Denn seht ihr, da bin ich ein Leben. So. Wie gesagt, vor jedem Raum keine Energie nutzen, also beziehungsweise keine Getränke nutzen, denn es könnte ja jederzeit ein Brunnen dahinter sein. Aber immer hier unten den auf Position haben, denn das ist sehr wichtig. Jetzt haben wir hier unten auch so einen coolen, würde ich sagen, ach ja, unten haben wir noch so einen coolen Schlüssel bekommen vom letzten. Können wir natürlich nicht anpeilen, aber wir haben den Golem-Schlüssel. So. Den ersten killen wir ganz schnell. Mal den Boden anschauen. Überall könnte das sein. Mal ein bisschen drauf achten. Hier sehe ich aber nichts. Und hier können wir auch nicht weiterkommen. So. Ist der Raum. Also hätte man rüberhüpfen können. Aber hier nochmal den Boden an. Oder können wir ja eh nicht hinkommen. Aber hier in der Mitte sehe ich auch nichts. Da fallen aber zu Blätter runter, lasst euch davon nicht täuschen, das ist es nicht. So, dann gehen wir oben längs. So. Okay, jetzt habe ich die Hälfte meines Lebens eingebüßt, aber ich hoffe ja darauf, dass der Brunnen irgendwann auftaucht. So wie jetzt. Eine Runde schwimmen und heilen uns. Zack. Und hier gibt es zwei Wege, wir nehmen die linken. Ja. Ein geheimer Weg. Also wenn man hier kann man leider nicht so viel lesen. Muster, ganz richtig, diese Dungeons scheinen eigentlich so. Also wir haben, das habe ich mir ja schon durchgelesen. Beim letzten Mal. Pass drauf. Mehr gibt's hier leider nicht. Gut, zurück. Jetzt bringt da gerade nichts. Ich muss erst wieder aufladen, das Ding. Oh. Mal mit. Wir gucken uns trotzdem den Boden nochmal an, sicherheitshalber. Denn unsere Tasche ist noch recht voll. Aber ich kann auch nichts erkennen. Gehen wir rechts weiter erstmal? Ja, ne? Oh! Muss natürlich aufpassen. Da. Okay. Schnell genug ist, kann man die schon killen, bevor die losflattern. Was sehr praktisch ist. So, da geht schon in die nächste Ebene. Bevor wir da reingehen, kontrollieren wir lieber nochmal alle Räume. Das kann ja gut sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Heißt, wir... Nein! Oh, da wollte ich runter. Wollte ich hier rüber? Nein, schon wieder! Oh, jetzt weiß ich... Okay, tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit den gleichen Fehler. Das wollte ich ja gar nicht. So. Hier und hoch. Ah, hab ich nicht... erwischt, aber so, da oben ist noch ein Windmacher. Aber hier ist nichts mehr. Gut, dann haben wir jetzt alle Türen abgehakt. Auf die kurze Karte. So, gibt noch diesen einen Weg, den nehmen wir jetzt. War es das? Dann kommen wir die nächste Ebene runter. Hoffen wir, dass wir noch mal finden gleich. Den Bereich, den ich euch gerne zeigen möchte. Denn das ist wirklich sehr praktisch. Beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht, nur einen Teil reinzulegen, was so dumm war. Jetzt würde ich natürlich voll ballern, dass das alles nach Hause geschickt wird. Gut. Links oder rechts? Links. Ich gehe mal links als erstes.
So, den müssen wir schnell killen, denn der schießt uns immer so blöde Felder. Und wenn wir jedes Mal wieder reinlaufen, das nervt. So, den auch. Nehmen wir mit. So, können gucken, ob wir irgendwas vielleicht hier irgendwie... Können wir leider nicht. Aber wir können was weggeben, und zwar... diesen Gelee. So. Hier gibt es natürlich drei Wege, das ist natürlich echt viel. Zwei Wege. Wir gehen aber erstmal weiter links. Gucken wir uns den Boden nochmal an, ob er runter kann hier. Oder nicht? Oh nein. So. Aber hier kann man den Boden sich ganz gut angucken, nämlich auch. Denn... könnte auch unter diesem Rasen sein. Aber ich sehe dort nichts. Nein. Dann geht's weiter. Ah. Eine Wicht an. Wir trinken mal einen. Leider können wir den ganzen Kram hier nicht mehr mitnehmen, was echt ärgerlich ist. Aber nichts, was nach Hause geschickt werden soll. Das ist ärgerlich. Ich kann nichts mitnehmen, aber wir versuchen mal diesen Bereich zu finden, von dem ich die ganze Zeit rede. Ah. So, den Zeitgenossen da hinten macht man am besten platt mit seinem Pfeil und Bogen. Nicht, weil er besonders schwer ist, aber er haut einen doch immer ganz gut Leben weg mit seinem blöden, mit seiner blöden Peitsche da. Okay, hier ist nichts mehr. Lass ihn mitnehmen, müssen wir. Vielleicht können wir gleich nochmal hier reinrennen, wenn wir den anderen Bereich gefunden haben. Nach oben. So, wenn man es schnell genug macht. Erkenne ich hier jetzt auch noch nichts, wo wir runter könnten. Ne, hier drin. Irgendwas, das nach Hause geschickt werden muss? Nein, auch nicht. Ach, das ist doch echt ärgerlich. Das ärgert mich so ein bisschen. Na gut, nach oben. So. Hier gibt es aber auch nichts weiter. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Nach rechts. Ach ja. Okay, ich habe mich gut erwischt, aber... ich bin jetzt tot. Ich könnte natürlich jetzt auch ein... ich könnte natürlich auch ein kleines Dings machen, ein Portal. Wir natürlich 8000 Flocken für bezahlen, nur um einmal nach Hause zu kommen. Das könnte man allerdings immer machen. Wir gehen auch nochmal zurück. Nein. Da drüben, ne? Okay, also das machen wir einmal. Wir holen uns mal ein Portal, weil wir haben jetzt so viele Gegenstände, das wäre so ärgerlich, wenn die alle weg sind. So. Wir haben ja genug Kohle. Können wir ja kurz machen. Teleportieren. Bitte sehr. Das Portal landet natürlich genau neben unserem Haus, was sehr praktisch ist. Und damit der Kreis Sachen verkaufen können. Gut. So, pass auf. Wir haben ja so viele Sachen hier. Das heißt, also die mit dem Sternchen sind Sachen, die ich selber noch brauche. Für irgendwann was. Die hätte man auch noch stapeln können, fällt mir gerade auf, aber naja. Hatten wahrscheinlich verschiedene Flüche drauf, deswegen ging es nicht. So, wir öffnen einfach mal hier die Tür. Obwohl, ne, machen wir gar nicht. Wir packen das jetzt, wir haben jetzt keine Zeit zu verkaufen, wir wollen gleich wieder zurück.
Das heißt, wir packen den Rest hier rein. Machen wir so. Und holen uns nur die Getränke zurück. Perfekt. So, wie viele Getränke haben wir noch? Genau, das, den hauen wir noch einmal rüber hier. Zack, dann haben wir noch einen Platz frei. Und dann geht's direkt zurück. Verkaufen können wir immer noch gleich. Müssen wir jetzt nicht alles auf einmal machen. So. Wir sind ja erst an der zweiten Ebene. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Wir sind noch keine Ebene weitergekommen. Ich hoffe, ich kann euch nochmal zeigen, was ich meine mit dem Loch, wo man rein kann und sozusagen durch eine Truhe was zurückschicken kann. Gut ist natürlich, dass wir jetzt hier den Kram noch mitnehmen können, den wir gerade eben hier liegen lassen mussten. Natürlich die Gegner ein paar wieder da, ne? Das ist nicht so schlimm. Okay. Durchkämpfen. Also wir hoffen, dass er uns da nicht strikt durch die Rechnung macht. So, nehmen alles mit. Oh, warte mal. Hier könnte ab und zu, bei diesen Leichen, könnte ab und zu ein Getränk drin liegen. Sieht ja nichts drin. So, wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass er alles freigelegt hat. Könnt ihr das sehen? Wir müssen jetzt uns gar nicht mehr so viel anstrengen, irgendwas zu entdecken, denn er legt automatisch alles frei, sobald man einmal mit dem Portal hier gewesen ist. So, oh, hier müssen wir noch mitnehmen. Den ganzen Kram nehmen wir noch mit. Nach unten können wir jetzt, wir können nach rechts, wir können jetzt eigentlich überall nicht. Jetzt weiß man natürlich nicht mehr, wo man überall war. Wir müssen oben nach oben rechts, aber ich würde trotzdem mit die Räume abklappern, weil man weiß ja nie, was man noch so entdeckt. Oh, die müssen wir ein bisschen schneller killen. Einfach ein Grund, die sonst so schnell schießen und. Und das würde nervig sein. So, hier steht noch ein Buch. Können wir mal reingehen. Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird. Rätselhafte Anhänger wurden in Dungeons aufgetan. Ich habe neulich selbst einen gefunden. Höchst faszinierend. Anstatt um zu kippen und etliche seiner Gegenstände zu verlieren, fügt man Gold in den Anhänger ein, um den Dungeon zu verlassen. Nur Strax bringt ein Portal den Benutzer. Okay, das wissen wir alle schon. Super. So, wir gehen hier. Wo können wir nach oben? Und dann nach rechts. Da können wir uns mal kurz auffrischen. Deine Brunnen. Runter. Ah. So, die müssen wir mal aufmachen hier, einfach um zu gucken, ob da unten vielleicht was drin ist, wo wir was abliefern können. Ich sehe hier aber nichts. Da, seht ihr das? Da funkelt das. Pass auf, zeige ich gleich. So, jetzt haben wir einige Sachen gesammelt. Wir sehen, wir haben schon 12 Sachen. Jetzt können wir theoretisch hier runter. Und landen hier. Oh, hier ist nur Müll. Das ist ja nicht so spannend. Also, hier können wir, glaube ich, nichts wegschicken. Hier ist keine Truhe, leider. Ist nur so ein bisschen Kram. Das ist natürlich schade. Hätte ich euch gerne was anderes gezeigt, aber naja. Aber so findet man halt auch eine Truhe und kann damit... Ist ja auch lustig gemacht, dass es ein Gesicht ist, ich jetzt erst. Da kann man natürlich immer wieder runtergehen, ne? Passiert nichts. Also man muss keine Angst haben. Aber es bringt uns ja nichts, wie man sieht. Also, wieder hoch. Raus. Hier können wir nur baden. So, hat sich schon wieder regeneriert hier. Oh. Natürlich dumm. So, vielleicht können wir uns gleich nochmal rein generieren. So, das machen wir mit dem. So. Ah. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, das ist natürlich, das hier ist es echt ärgerlich. Weil hier kann man wirklich so viel Energie verlieren, Leben verlieren. Aber wenn man sich geschickt anstellt, kann man das Ganze mit dem Bogen recht wettmachen. Er schießt immer dreimal und dann... Schnell weg. Schnell weg. So, das gleich machen wir unten. Oh, komm.
Lass mich nochmal schießen. Ah, nein. So. Okay, die Sachen können wir leider nicht holen, aber wir können hier oben in diesen anderen Dungeon rein. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal 2 Etagen tiefer. Oh. Oh, geht schnell baden. Oh, so. Können wir mal volles Leben holen vielleicht. Ohne ein Getränk zu verballern. Super, dann natürlich nur aufpassen, dass wir nicht wieder hier reinlaufen. Gibt bestimmt vielleicht später eine Rüstung, die, ja, wo man dann dagegen immun wird, das weiß ich gar nicht. Finden wir schon noch raus. So, rein da. Nächste Ebene. Ja, ja. Gut. Sollten wir jetzt den Dungeon-Boss finden, dann werden wir da natürlich ein Portal hinsetzen, damit wir noch einmal kurz nach Hause können vorher. Ja, hier kann man reingehen und wieder rausgehen. Okay. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass da welche sind. So, ich weiß, aber ist ein bisschen langweilig. Ich will den Bogen auch das nächste Mal erhöhen. Oh, schnell hoch. Den Bogen erhöhen macht Sinn. Denn der macht gar nicht so viel Schaden, aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben ja genug Kohle gesammelt. So, wir legen alles frei hier. Ups. Aber hier funkelt nichts, also hier können wir auch nicht runter. Das ist gut, dass wir den schon gefunden haben. Lass uns mal so ehrlich sein. Aber es ist eine gute Truhe hier. Und da oben ist der Boss wahrscheinlich drin. In diesem Baum da oben. Na komm, jetzt kriegen wir die auch von hier hin. Mir lieber ihn so zu töten, als wenn er mich mit seiner Peitsche trifft. Und da auch nicht. Von unten treffen. Ihn. Ah, jetzt. Hat er mich getroffen, dieser. Zack. So, der Boss ist auch gleich frei. Was noch hier drin ist, nehmen wir alles mit. Können wir alles gut gebrauchen. Das Gute ist, an diesen nach Hause sendenden Dingern, die können wir nicht gut gebrauchen. Da können wir mich gleich direkt Sachen nach Hause senden. Und zwar hier. Das ist schon mal weg. Haben wir wieder einen Platz frei. Wir haben noch einen, der Sachen nach Hause senden möchte. Der hier. Und damit schicken wir dann einfach mal das nach Hause. Zack, das holen wir rüber. Hier wird das der Gegenstand, wer zu dem Gegenstand, der Gegenstand, wer zu dem Gegenstand. Das ist natürlich praktisch, auch nervig. So. Jetzt die Frage, ob wir uns den Boss schon angucken. Oder ob wir erst nochmal, erstmal holen wir ein bisschen Leben nochmal. Gucken wir, glaube ich, nochmal nach rechts rein. Den haben wir gut erwischt. Eher durch Zufall, aber wir haben ihn erwischt. Okay, wir können hier nichts mitnehmen. Das ist so ärgerlich. So ärgerlich ist das. Oh, den können wir auch da oben raufsetzen, oder? Nee, zwei verschiedene. Okay. Gut. Gucken wir nochmal in den nächsten Raum. Was ist das denn hier? Okay, nichts. Gucken wir nochmal in den nächsten Raum rein. Auch nichts weiter. Gut, dann haben wir, glaube ich, den ganzen Dungeon sozusagen erforscht, oder? Okay, wir sind unten noch nicht rechts gegangen. Das sind wir noch nicht. Frage, was machen müssen. Also, wir werden auf jeden Fall das Portal einmal erholen. Machen wir, glaube ich, einmal. Das macht Sinn. Kostet zwar 8000, aber ich glaube, wir haben genug Sachen eingesammelt, um das wieder reinzuholen. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal den Boss an und gucken uns, was der zu bieten hat. Wir geben die Sachen auch nur ab und kommen gleich wieder. Man braucht eigentlich auch gar nicht mehr Getränke als 5 Getränke mitnehmen zum Boss, denn man kann zwischendrin ja gar nicht wechseln. Also
Ich denke dann immer, oh, dann wechsle ich schnell nochmal und hole mir nochmal 5 Getränke. Gar nicht drin, leider. So, pass auf. Alles rüber? Wo ist mein Getränk? Nein. Rüber? Den nehmen wir mit. So, verkaufen tun wir nachher. Wir haben schon genug Asche zusammen. Aber jetzt gehen wir uns den Boss mal anschauen. Hab ihn ja auch noch nicht gesehen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Huch. Wie wir den so schaffen. Vielleicht können wir unser Dings erhöhen. Oben. Können wir schon erhöhen? Den wollen wir gerne haben und den können wir auch machen. Wir brauchen mal 64.000. Haben wir leider nicht. 35. Aber wir können den, glaube ich, einmal verzaubern, dass wir da ein bisschen mehr Kohle reinstecken. Verzaubern wir mal kurz. 42.000 haben wir. Mal gucken, welche Verzauberung wir noch machen können. Verzauberung. Eine Rüstung könnte ich verzaubern. Für 32.000 würde ich 200 Schaden machen. Tun wir einfach mal. So, und mein Pfeil könnte ich mit 16.000. Ja, können wir natürlich nicht, weil das haben wir nicht. Aber dafür machen wir jetzt mehr Schaden mit unserer Waffe. Ist ja auch vom Vorteil. So. Gehen wir schnell rein zum Waldfürsten, wollte ich gerade sagen. Schauen wir uns den mal an. Bin gespannt, was der so kann. Drauf hat. Auch drauf gleich. So, dran denken. Den Kram nehmen wir auf jeden Fall noch mit hier. War zwar nicht viel, aber so. Können wir unsere Attacke mal machen? So, gehen wir rein. Okay, gucken wir uns den Boss mal an. Ach, ein kleines Blümchen. Wie süß. Die ganz so süß sind doch nicht. Okay. Fleischfressmutter. So, er schnappt sich hier alles. Oh, wir müssen auch mal das in die Truhe. Und wir werden rankommen. Oh mein Gott. Wow. Okay, müssen wir schon laufen hier. Oder hat er irgendwelche. Okay. Hat er irgendwelche Leute rausgesetzt gerade? Hab ich gesehen. Mehr Schaden als der Rest. Ja, warte mal. Jetzt aber. Oh, wir haben wieder erwischt. Wir mischen hier höher, damit ich besser an den unten rankomme. Nicht so mutig sein. Die Dinger fliegen, dann müssen wir auch mischen. Okay. Weg hier. Oh, Getränke haben wir noch. Eins haben wir noch, okay. Ah, verdammt. Die hauen aber ganz gut rein, da die. Müssen wir, glaube ich, mal irgendwann platt machen, alle. Sonst wird das hier nichts. Okay, jetzt müssen wir von unten haben. Dinger hauen immer ganz gut rein. Oh, weg. Ich
Wir müssen von unten ran. Unten bringt das irgendwie nichts. So! Blödes Viech! Das war's für dich! Sehr gut. Da ist der Schlüssel für diesen Dungeon. Super. Die Kiste. Da freue ich mich drauf. So, man kann die Dungeons immer wieder aufsuchen, weil man den Schlüssel hat. Und kriegt zum Schluss, kann man dann immer drei Kisten versuchen zu schnappen, indem man alle Gegner in diesem Raum tötet. Zeige ich euch auch nochmal. Ein separaten Video. So, nehmen wir alles mit. Hier sind bestimmt die Chroniken, Botanik, Waldgeschichten. Die geben ordentlich Zaster. Oh, die geben richtig viel Zaster. So, das Portal. Haben wir aber nicht drin. Andere Wege gibt es hier auch nicht. Brauchen wir gar nicht gucken. Das gab es von anderen nicht. Nicht, dass wir hier auch noch was finden. Zurück. Na super. So, jetzt geht noch ein bisschen, jetzt wird noch ein bisschen gehandelt. Und dann war's das, würde ich sagen. Handeln wir noch ein bisschen. Also wir müssen gucken, wie viel Kohle wir kriegen können für die Sachen. Das würde mich mal interessieren. Oh, jetzt, pass auf, jetzt, der zweite Schlüssel geht rein. Jetzt fehlt uns ja nur noch mal zwei Schlüssel, um die fünfte Tür zu öffnen. Dann im Dorf. Oh, jetzt kommt noch Opa und erzählt uns, du hast es schon wieder getan. Du vermeinte Bengel, du. Junge, erst besiegst du den Golem-König und jetzt den Waldwächter? Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Dein Großvater wäre zu Tode besorgt. Besorgt und vermutlich auch unheimlich stolz. Ich kann ihn fast schon hören. Das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder? Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Uff, die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Und zwar, dass der Wüstendungeon geöffnet wurde. Dummköpfe, wir haben die Dungeon aus gutem Grund versperrt. Außerdem gibt es eine neue Ladenerweiterung am schwarzen Brett. Das wird dich hoffentlich beschäftigen und von Wächtern fernhalten. Aber ich muss sagen, dein Laden macht sich ganz gut. Bald ist er wieder genauso geschäftig wie früher. Das stimmt. Den Laden haben wir schon gut im Griff. Aber wir müssen definitiv erstmal verkaufen. Aber wir können den Laden noch größer machen. Oh, guck mal, da macht er das gerade auf. Vielen Dank. So, aber jetzt gehen wir erstmal in den Laden rein, verkaufen die Sachen. Schwarzes Brett gucken wir uns gleich an. Wir öffnen direkt. Und ich schon mal diesen... Oh, hier, das haben wir noch gar nicht... Gar keinen Preis festgelegt für. Nochmal. 100, so. Sollen die Leute mal kaufen hier. Und dann verkaufen wir gleich die richtig teuren Sachen. Dann müssen wir die Preise natürlich erstmal wieder rausfinden ein bisschen. Aber das sollte machbar sein. Auch. Schon. Oh. Boah, der wäre beinahe weggekommen. Ich habe nicht aufgepasst. Müssen wir den noch erwischt haben? So, wir lassen die kurz nicht warten, die geschäftigen Leute. Ja, kauf. Oh. Das wird verkauft. Oh, die will die Krüge haben. Kriegt sie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achtung, wir gehen hier runter. Ne, wir machen die teuren Sachen hier oben hin. So, wir hauen das raus. Das raus. Das raus. Dann haben wir den raus und den raus. Hier unten machen wir das anders. Den, 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 den. Den. So, wenn wir Preise dafür finden. Gucken wir mal rein in die Preise. Achtung, also hier oben haben wir 2000 jeweils. Haben wir schon mal verkauft, klappte ganz gut. Hier wissen wir es nicht genau, aber da die Waldgeschichten hier unten sind, können wir, glaube ich, richtig gut Geld damit verdienen. Also wenn hier schon 2-1 sind, können wir hier bestimmt so... Fangen wir mal mit 3 an. Ja, 3 ist gut. Wenn das zu viel ist, ist es zu viel. Wenn nicht, dann nicht. Was heißt, dass es zu wenig ist? Wir stellen einfach mal 4 rein. So, oh, warte, das ist noch was, das wir gebracht haben. Und hier oben, was ist das? Ach, das ist die Energie, ne? Was steht die denn? Oh, die steht noch drüber. Also machen wir daraus einfach mal... Auch 4.
So, wenn wir das schon 4 machen, dann mache ich bei diesen Büchern hier auch nochmal 4. Weil man weiß ja nicht, ob die jetzt auch für den Preis weggehen. Man soll es ja ausprobieren. Wenn es nicht weggeht, ist es so. Wir testen es trotzdem mal. Da, das geht auf jeden Fall weg für 4000. Da, endet das Buch mit. Also können die Bücher nicht ganz so verkehrt sein. Und er hat sogar noch gelacht dabei. Das heißt, es war noch viel zu billig. Das heißt, wir setzen die Bücher jetzt einfach mal hier unten auf 5. Und 5. So, das gibt ordentlich Asche. Du lässt meine teuren Bücher bitte stehen. Danke. Und Spacko, ne? Und hier können auch was reintun. Packen wir nochmal gleich das hier rein. Was wir noch dafür haben wollen? Das? Fleisch war okay. Dann die Notiz. Da können wir natürlich richtig viel Asche für machen. Machen wir mal für 6. Bin gespannt. Ja. 5000 ist ein guter Preis für die Bücher. Ich sehe. Freut mich sehr. Seht ihr, wie der Rubel rollt? Ist das nicht herrlich? Wenn der das kauft für 12.000, das wäre schon ein Highlight. Oh, das ist noch zu billig gewesen. Scheiße. Hätten wir sogar mehr haben können. Na gut. Wissen wir fürs nächste Mal, falls wir die Dinger nochmal bekommen sollten. Können wir noch irgendwas verkaufen, was wir hier haben? Cool, cool, cool. Los, verkauft. Kauft mal nicht. Ihr Schweine. Ihr Geldschweine. Okay, es geht alles weg. Gut. Die Geschäftsmänner, die kaufen fast alles, ohne nachzufragen. Aber wir sind jetzt schon, wir haben schon fast 100.000. Naja, nicht ganz. 70.000 zusammen. Aber es geht schon in die gute Richtung. So, dann macht der Laden dicht. Ob die Letzten noch was kaufen wollen hier. Oh, da kommt wieder ein Gangster. Dass man den schon vorher rauswerfen kann. Wäre noch viel besser. Mich sehr, sehr aufpassen. Ah, guck mal. Oh, ist zu teuer. Okay, das ist zu viel Geld. Dann müssen wir das ein bisschen runtersetzen. Dann kaufen wir die für 5. Aber ich glaube, das ist jetzt auch vorbei. 77.000 insgesamt. Das war noch nicht verkehrt. Hat sich gelohnt. So. Ja, ich will euch nicht immer mitnehmen zu jedem Dungeon-Ausflug, den ich mache. Denn zwischenzeitlich gehe ich natürlich immer in die Dungeons rein und farm ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, sehr langweilig anzuschauen. Was gut ist aber, wir können jetzt mal gucken, was am schwarzen Brett ist. Was das bedeutet, unseren Laden zu vergrößern. Stopp. Also, wir könnten hier natürlich was ordentlich machen. Wir könnten den natürlich auch nehmen. Zusätzliche Vitrinen und alles dazu. So wird ein brandneuen Questpunkt hinzu, bei dem Händler Kundenanfragen halten können. Das ist natürlich cool, das machen wir einfach mal. Was natürlich einiges. Aber gucken wir mal nach, wie der das zurechthämmert für uns. Beim letzten Mal konnte man von außen nichts erkennen. Vielleicht erkennt man dieses Mal was von außen. Oder meinst du, naja, die inneren Werte zählen, ne? So, wir haben nicht mehr so viel Kohle jetzt. Aber. Puh, das war harte Arbeit. Du traust mir immer noch nicht. Vergiss nicht, drin ist es größer als draußen. Ja, stimmt. Merkwürdigerweise schon. Wow! Achtung, was ist das? Okay, was bedeutet das denn? Die Vitrine kann man setzen, wenn der Preis hochgeht. Ah, okay, hochpreisige reintun. Denn die werden nicht geklaut. Gut zu wissen. Dann machen wir das gleich mal. Vitrine. Zack. Super. Ah, das sieht doch richtig Schmuck aus hier. Jetzt können wir bestimmt auch hier was dekorieren. Denn wir können einmal sagen, wir wollen verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Jeder Besucher zahlt natürlich was mehr. Das ist gut, das machen wir. Und hier können wir auch was hinstellen. Perfekt. Gibt's noch? Jeder Besucher legt, das haben wir schon Trinkgeld. Verlängert die Öffnungszeiten. Jeder Besucher legt eine Zahlung ein großzügiges Trinkgeld. Nochmal, noch mehr Geld. Haben wir ja 120. Wenn wir den dazu packen, sind wir 140. Ist natürlich auch nicht schlecht. Mehr kann ich aber hier gar nicht irgendwo hinpacken, ne? Achso. Okay, das hier ist wahrscheinlich so ein Handel-Ding. Brauchen wir natürlich nicht. Ich will ja nicht handeln, ich will eigentlich. Oh Gott.
Wir gehen mal hier rein und holen mal unsere Restsachen raus, die wir jetzt noch hier haben, die wir verkaufen können. Und zwar ist es... Und da? Also das können wir verkaufen. Das. Oh, warte. Das. Den Gelee nehmen wir wieder zurück hier. So, gehen wir weiter. Machen wir hier Sachen rauf. Genau das gleiche. Gut. So, hier kann man Sachen. Okay, kann man noch was reintun, was ein bisschen teurer ist. Wie wäre es denn, wenn wir da die Blätter reintun? Hier was anderes rein. Hier die Blätter rein. Zack. So, das sieht schon wertvoll aus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.